Ich gehe und werde auch nicht mehr schreiben. Wenn jemand fragt, wo ich bin oder was ich mache, wisst es nicht und gebt nichts drauf. Auf die Art seid ihr los und könnt wieder aufatmen, in Ordnung? Damit wäre alles klar, oder? Wünsch mir was, Chef. Was sagst du? Ich habe keinen Termin, Dad. Dad, du wirst mich nie mehr so sehen, wie ich bin. Also was soll der Streit? Wenn ich auf Öl stoße, schicke ich euch einen Scheck. Bis dahin vergesst, dass es mich gibt. Gib mir die Hand, Dad. Ich hatte mir einen anderen Abschied erhofft. Was genau willst du eigentlich von mir? Nein, ich gebe dir keine Schuld. Genau das sage ich doch. Also gut, du falscher Kerl, du. Dann lass es uns bei Licht betrachten. Lass es hier. Nimm's nicht weg. Du weißt verdammt gut, was das ist. Du hast gesehen. Die Mäuse haben es jedenfalls nicht in den Keller gebracht. Was soll denn das aus dir machen? Soll das einen Helden aus dir machen? Sollst du mir deswegen leid tun? Nein, für dich wird es kein Mitleid geben. Hörst du? Kein Mitleid. Nein, du wirst die Wahrheit erfahren, was du bist und was ich bin. Der Mann weiß nicht, wer wir sind. Das soll er erfahren. In diesem Haus haben wir nie auch nur 10 Minuten die Wahrheit gesagt. Du fetter Kloß, bist du der Hilfseinkäufer? Nein, du bist einer der beiden Assistenten des Assistenten, stimmt's? Du bist praktisch voll davon. Sind wir alle und mir reicht's. So, jetzt pass auf, wie lieber ich bin. Weißt du, warum ich 3 Monate lang keine Adresse hatte? Ich habe in Kansas City einen Anzug gestohlen und war im Knast. Herrgott, hör auf zu heulen, mir reicht's. Seit ich von der Schule bin, habe ich mich durch Klauen um jeden guten Job gebracht. Und ich habe es nie zu was gebracht, weil du mir einen solchen Größenwahn eingeredet hast, dass ich von niemandem mehr Anweisungen entgegennehmen wollte. Das ist, wer schuld ist. Es wird Zeit, dass du es hörst, verdammt nochmal. Ich musste immer überall Wunderkind und über Nacht Generaldirektor sein. Aber mir reicht's. Nein, niemand hängt sich hier auf, Willi. Ich bin heute 11 Etagen runtergerannt, mit einem Füller in der Hand. Und plötzlich blieb ich stehen, hörst du? Und zwar mitten in diesem Geschäftshaus, hörst du? Ich stand mitten in diesem Geschäftshaus und sah den Himmel. Ich sah alles, was ich wirklich liebe auf dieser Welt. Die Arbeit und das Essen und die Zeit, sich hinzusetzen und eine zu rauchen. Und ich schaute auf den Füller und fragte mich, warum verdammt klaue ich so ein Ding? Was habe ich in einem Büro zu suchen, wo ich mich zu einem jämmerlichen Bettel und Trottel mache? Wo alles, was ich wirklich liebe, draußen nur darauf wartet, dass ich sage, ich weiß, wer ich bin. Warum kann ich das nicht sagen, Willi? Daddy, ich bin eine Drei-Groschen-Existenz. Und du auch. Ich werde niemals eine Führungskraft, Willi. Und du auch nicht. Du warst auch nur so ein Klinkenputzer wie all die anderen, die schwer arbeiten und dann auf dem Müll landen wie du. Ich bin $1 die Stunde wert. Ich habe es in 7 Staaten versucht, ohne es zu mehr zu bringen. $1 die Stunde. Dämmert's dir, was ich meine? Ich bringe keine Trophäen mehr heim. Und du wirst aufhören, darauf zu warten, dass ich sie heimbringe. Daddy, ich bin ein Nichts. Ein Nichts bin ich, Dad. Das hat nichts so mit Trotz zu tun. Ich bin nun mal, wer ich bin, sonst nichts. Herrgott, lässt du mich jetzt gehen? Und nimm deinen falschen Traum und begrab ihn, bevor es zu spät ist. Ich gehe morgen früh. Bringt ihn ins Bett. Guten Abend, London. Erlauben Sie mir zunächst, mich für die Unterbrechung zu entschuldigen. Wie viele von Ihnen schätze auch ich die Annehmlichkeiten des geregelten Alltags, die Sicherheit des liebgewordenen, täglich wiederkehrenden Einerleis. Ich genieße das ebenso sehr wie jeder andere Mensch. Aber anlässlich eines Gedenktages, an dem bedeutende Ereignisse aus der Vergangenheit, für gewöhnlich der Tod einer Berühmtheit oder das Ende eines grausig-blutigen Krieges mit einem hübschen Feiertag begangen werden, dachte ich mir, dass wir diesen 5. November, ein Tag, dessen heute leider nicht mehr gedacht wird, erinnerungswürdig machen, indem wir den Alltag vergessen und ein wenig plaudern. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Ich vermute, dass bereits jetzt Befehle in Telefone gebrüllt werden und schon bald Männer mit Waffen unterwegs sind. Auch wenn man den Schlagstock anstelle eines Gesprächs einsetzen kann, werden Worte immer ihre Macht behalten. Worte lassen einen Sinn erschließen und für die, die bereit sind zuzuhören, formulieren sie die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass in diesem Land etwas ganz fürchterlich im Argen liegt, nicht wahr? Grausamkeit und Ungerechtigkeit, Intoleranz und Unterdrückung,
wo man einst die Freiheit zu widersprechen besaß, zu denken und zu reden, wie man es für richtig hielt, hat man nun Zensoren und Überwachungssysteme, die einen zur Konformität zwingen und zur Unterwerfung führen. Wie konnte es dazu kommen? Wer hat Schuld? Nun, sicherlich hat manch einer mehr zu verantworten als andere, und der wird auch zur Rechenschaft gezogen. Doch um ehrlich zu sein, wer einen Schuldigen sucht, der muss nur in den Spiegel sehen. Ich weiß, warum ihr das getan habt. Ich weiß, dass ihr Angst hattet. Wer hätte das nicht? Krieg, Terror, Krankheit, Myriadien von Problemen haben sich dazu verschworen, eure Vernunft zu manipulieren und euch eures Verstandes zu berauben. Angst gewann die Oberhand, und in eurer Panik habt ihr euch an den heutigen Großkanzler gewendet, Adam Sattler. Er versprach euch Ordnung, er versprach euch Frieden. Als Gegenleistung verlangte er nur euer gehorsames Einverständnis. Gestern Nacht wollte ich dem Schweigen ein Ende bereiten. Gestern Nacht habe ich das Old Bailey zerstört, um dieses Land an das zu erinnern, was es vergessen hat. Vor über 400 Jahren wollte ein großer Bürger den 5. November für immer in unser Gedächtnis brennen, mit der Hoffnung, die Welt daran zu erinnern, dass Anstand, Gerechtigkeit und Freiheit mehr als Worte sind. Es sind Perspektiven. Wenn ihr also nichts gesehen habt, wenn euch die Verbrechen dieser Regierung auch weiterhin unbekannt sind, dann schlage ich vor, dass ihr den 5. November unbemerkt vergehen lasst. Doch wenn ihr seht, was ich sehe, wenn ihr spürt, was ich spüre, und wenn ihr strebt, wonach ich strebe, dann fordere ich euch auf, an meiner Seite zu stehen, heute in einem Jahr vor dem Eingang des Parlaments, und dann bescheren wir ihnen einen 5. November, der nie und nimmer vergessen wird. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast über mein Aquarell. Die halbe Nacht habe ich darüber nachgedacht, bis mir was klar wurde. Dann fiel ich in einen tiefen, friedlichen Schlaf und habe seitdem nicht mehr an dich gedacht. Weißt du, was mir klar wurde? Du bist nur ein Kind. Du hast nicht die blasseste Ahnung, wovon du eigentlich sprichst. Schon gut. Bist du schon mal aus Boston rausgekommen? Fragen zur Kunst würdest du mit einem Vortrag über Bücher zu diesem Thema beantworten. Michelangelo, du wirst alles wissen. Sein Lebenswerk kennst du, seine Ansichten, sein Verhältnis zum Papst, seine sexuellen Neigungen. Einfach alles. Aber ich wette, du kannst mir nicht sagen, wonach es in der Sixtinischen Kapelle riecht. Du bist nie da gewesen und hast diese wunderbare Decke gesehen. Dort oben. Bei Fragen über Frauen hältst du bestimmt einen Vortrag darüber, wie sie sein müssten. Vielleicht hast du auch schon ein oder zwei im Bett gehabt. Aber du kannst mir nicht sagen, wie es ist, neben einer Frau aufzuwachen und sich glücklich zu fühlen. Du bist cool drauf. Wenn ich dich auf den Krieg ansprechen würde, kämpfst du mir vielleicht mit Shakespeare. Noch einmal stürmt, Freunde. Du hast aber keine Freunde. Du hast niemals den Kopf eines Freundes gehalten und musstest mit ansehen, wie er dich mit den Augen anfleht, während er stirbt. Wenn es um die Liebe geht, zitierst du wahrscheinlich ein Sonett, hast dich aber beim Anblick einer Frau nie wehrlos gefühlt, weil sie dich mit den Augen in ihren Bann gezogen hat, wo du dann das Gefühl hast, Gott hat dir einen Engel geschickt, der dich aus den Tiefen der Hölle rettet, für den auch du mal der Engel wirst. Du kennst einfach nicht das Gefühl, für jemanden da zu sein, komme was wolle, wie etwa Krebs. Du weißt nicht, wie das ist, 2 Monate lang am Krankenbett einer Frau zu sitzen und ihre Hand zu halten. Die Ärzte erkennen an deinem Blick, dass das Wort Besucherzeit für dich keine Bedeutung hat. Du weißt nicht, was ein wirklicher Verlust ist, und das lernst du nur, wenn du jemanden mehr liebst als dich selbst. Ich bezweifle, dass du dich jemals getraut hast, einen Menschen so zu lieben. Wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich keinen intelligenten, selbstbewussten Mann. Ich sehe ein überhebliches Kind, das die Hosen gestrichen voll hat. Du bist ein Genie, keine Frage. Das zweifelt keiner an. Dir kann niemand auch nur annähernd das Wasser reichen. Du glaubst alles über mich zu wissen. Und bloß weil du ein Aquarell von mir gesehen hast, zerfetzt du mein scheiß Leben in Stücke. Du bist ohne Eltern aufgewachsen, stimmt's? Meinst du, ich weiß nur irgendetwas darüber, wie dein Leben verlaufen ist? Was in dir vorgeht, wer du bist, nur weil ich mal Oliver Twist gelesen habe? Bist du darin beschrieben worden? Mir persönlich ist das scheißegal, denn weißt du was? Ich könnte von dir nichts erfahren, was ich nicht auch in irgendeinem Scheißbuch nachlesen könnte. Es sei denn, du erzählst mir über dich selbst, wer du bist. Das würde mich faszinieren. Da bin ich dabei. Aber du hast keine Lust, stimmt's?
Du hast Angst vor dem Ergebnis. Du bist am Zug, mein Freund. Ich kann es dir gerne erzählen. Nur nicht wirklich mit allem, was dazu gehört, sonst sitzen wir morgen noch hier. Mir ist nicht daran gelegen. Es macht mir auch nichts aus, darüber zu reden. Nur was ich bestimmt nicht brauche, ist jemand, der mir zuhört. Na, meinetwegen. Also, eigentlich gibt es da nicht viel darüber zu erzählen. Ist bei mir auch nicht viel spektakulärer als bei vielen anderen. Mein Vater hat meine Mutter verlassen, als ich gerade 11 geworden war. Eine andere, die alte Leier halt. Und meine Mutter, die stand da. Ohne Geld, ohne Job, ohne alles. Nur mit mir. An irgendwelchen Unterhalt war auch nicht zu denken. Also hat sich meine Mutter erst eine Weile in ihrem Selbstmitleid gesuhlt und dann eine Arbeit gesucht. Sie war auch nicht heikel, was die Jobs angeht. Nein, das muss man ihr lassen. Bis auf das eine hat sie wirklich alles gemacht. Jede Drecksarbeit. Nur um irgendwie an Geld zu kommen. Kerle hat sie auch nie angeschleppt. Nur gejammert und geflennt, das hat sie wirklich ständig. Naja, Drecksarbeit hin oder her. Irgendwann wurde die alte Wohnung einfach viel zu teuer. Also lebten wir 2 Monate zur Untermiete. Das Haus, in dem wir unterkamen, gehörte einer alten Frau, die konnte kaum noch laufen. Sie vermietete meiner Mutter 2 Zimmer und ein Teil der Abmachung war, dass wir uns in vielerlei Hinsicht um das alte Miststück kümmern mussten. Und das Haus, in dem wir unterkamen, das war eine einzige Bruchbude. Alles vollkommen verdreckt, es stank abgestanden und modrig und ich habe mich geschämt, dafür so zu leben. Ich hasste es. Die Alte soff billigen Whisky, Sherry, ordinären Brandy, alles auf Zimmertemperatur, pisswarm kippte sie das Zeug. Und obwohl sie körperlich total verwahrlost war, hatte sie ihr Hirn im Griff. Man merkte ihr den Suff nicht sofort an. Sie war krankhaft neugierig, paranoid und sie observierte uns regelrecht mit ihren Fragen, auf die ich natürlich immer höflich geantwortet habe. Und sie behandelte uns wie die Dienstboten. Sie wusste ganz einfach, wie abhängig wir von ihr waren, von ihrer Tyrannei, ihren Launen, von allem. Ja, das war wirklich das Schlimmste, dass wir uns immer alles gefallen lassen mussten. Sie kratzte ab. Eines Abends, recht plötzlich. Meine Mutter war nicht im Haus, da fing die Alte wieder an, nach mir zu rufen, wie immer, wenn sie was wollte. Aber ich tat so, als würde ich schon tief schlafen, wie ich das schon öfter getan hatte. Und dann, mit einem Mal, ganz plötzlich, da gab sie Ruhe. Endlich Ruhe. Meine Mutter hat sie gefunden, als sie kam. Später wollte sie von mir wissen, ob die Alte nicht nach mir gerufen hätte, bevor sie starb. Aber ich log und sagte einfach, dass sie wahrscheinlich einfach nur eingeschlafen war in ihrem Sessel und dann... Ich glaube, ich war nie mehr so froh wie an diesem Tag. Meine Mutter. Ich treffe sie hin und wieder. Gut verstehen wir uns. Sie ist ja auch froh, wie gut ich die Kurve gekriegt habe. Ja, darüber war sie schon immer froh, die Mama. Wie gut die kleine Alice alles wegsteckt. Ich liebe meine Mutter sehr. Aber dass sie mir mein Selbstbewusstsein und das Erwachsene-Getue abgenommen hat, obwohl es überhaupt nicht so war, das treibt mich manchmal in eine ohnmächtige Wut hinein. Klar, sie hatte so viele Probleme mit sich selbst, dass ich es gerne geglaubt hätte, wie stark ihr kleines Mädchen ist. Aber jetzt kann sie das wenigstens mit Fug und Recht behaupten. Ich spiele nicht mehr. Ich bin stark. Hallo, kleiner Mann. Wirklich, ich habe schon eine Menge über dich gehört. Siehst du, ich war ein guter Freund deines Dads. Wir waren über 5 Jahre zusammen in diesem Höllenloch in Hanoi. Über 5 Jahre. Ich hoffe, du wirst so etwas nie selbst erleben. Aber wenn 2 Männer in so einer Situation sind wie dein Dad und ich, und so lange wie wir es waren, dann übernimmt man gewisse Pflichten füreinander.
Wenn ich es gewesen wäre, der es nicht geschafft hätte, dann würde Major Coolidge jetzt mit meinem Sohn reden, mit Jim. Aber so wie es sich ergeben hat, rede ich jetzt mit dir. Butch, ich habe etwas für dich. Diese Uhr. Diese Uhr hier, tja, die hat dein Urgroßvater während des Ersten Weltkrieges erstanden. Er hat sie in einem kleinen Gemischtwarenladen in Knoxville, Tennessee gekauft. Damals war es die erste Firma, die Armbanduhren herstellte. Bis dahin haben die Leute immer bloß Taschenuhren getragen. Der junge Infanterist Ernie Coolidge hat sie an dem Tag gekauft, als er nach Paris in See stach. Das hier ist die Kriegsuhr deines Urgroßvaters gewesen. Und er trug sie jeden Tag, den er in diesem Krieg war. Und als er seine Pflicht erfüllt hatte, fuhr er nach Hause zu deiner Urgroßmutter, legte die Uhr ab und tat sie in eine alte Kaffeekanne. Und da lag sie so lange, bis dein Großvater Dane Coolidge von seinem Land dazu aufgerufen wurde, über See zu gehen und noch einmal gegen die Deutschen zu kämpfen. Diesmal nannten sie es den Zweiten Weltkrieg. Dein Urgroßvater gab deinem Großvater diese Uhr als Glücksbringer mit. Leider war Dane das Glück nicht so hold wie seinem alten Herrn. Dane war ein Marine und er wurde damals mit den anderen Marines in der Schlacht von Wake Island getötet. Dein Großvater sah den Tod kommen. Er wusste es. Keiner von den Jungs hatte Illusionen oder glaubte, er könnte diese Insel lebend verlassen. Also, 3 Tage bevor die Japaner die Insel eroberten, bat er einen Bordschützen eines Air Force Bombers. Der Mann hieß Winaki. Diesen Mann hatte noch nie in seinem Leben getroffen. Er hat ihm gebeten, seinem kleinen Sohn, der damals noch gar nicht geboren war, diese goldene Uhr hier zu geben. 3 Tage später war dein Großvater tot. Aber Winaki hielt sein Wort. Nachdem der Krieg vorbei war, stattete er deiner Großmutter einen Besuch ab und gab deinem kleinen Vater die Uhr seines Dads. Diese Uhr. Und diese Uhr war am Handgelenk deines Daddys, als er über Hanoi abgeschossen wurde. Er wurde gefangen genommen, in ein vietnamesisches Gefangenenlager gesteckt. Er wusste, wenn die Reisfresser die Uhr entdecken würden, würden sie sie konfiszieren, sie ihm wegnehmen. So wie dein Dad das sah, war diese Uhr dein Erbe. Er wollte verdammt sein, wenn irgendwelche Schlitzaugen nach dem Erbe seines Sohnes krapschen würden. Also versteckte er sie an dem einzigen sicheren Ort, den er kannte, seinem Arsch. 5 ganze Jahre lang trug er diese Uhr in seinem Arsch. Und als er an der Uhr erkrankte, gab er mir die Uhr und ich versteckte diesen Metallhaufen 2 Jahre in meinem Arsch. Dann, nach 7 Jahren, wurde ich nach Hause zu meiner Familie geschickt. Und jetzt, kleiner Mann, gebe ich diese Uhr dir. Auch ein Näschen? Gut, Hector, folgender Schlachtplan. Du bringst uns jetzt 2 Absolut-Martinis. Du weißt ja, wie ich sie mag. Ohne Eis. Und nach exakt 7,5 Minuten bringst du uns die nächsten 2. Und dann nochmal 2. Und das alle 5 Minuten, bis einer von uns beiden vom Stuhl rutscht. Ist dein erster Tag an der Wall Street. Das wird schon. Danke. Ach, scheiße. Wie sollen wir es auch anders schaffen? Nutten und Kokain, mein Freund. Scheiß auf die Kunden. Es geht immer nur darum, dir deine Brötchen zu verdienen. Hast du eine Freundin? Glückwunsch. Du musst an Theresa denken. Das Spiel ist ganz einfach. Zieh deinen Kunden das Geld aus der Brieftasche und lass es in deiner verschwinden. Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand, ob du jetzt Warren Buffett oder Jimmy Buffett heißt,
Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie fällt, steigt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Das ist alles Fugazi. Du kennst Fugazi? Fugazi, Fugazi, Wahnsinn, Schwachsinn, alles Feenstaub. Es existiert nicht. Es ist nie gelandet. Es existiert nicht im Periodensystem. Es ist einfach nicht real. Alles klar? Gut zu hören. Wir erschaffen einen Scheißdreck. Wir bauen nichts auf. Wenn du also einen Kunden hast, der bei 8 eingestiegen ist und jetzt steigt die Aktie auf 16, dann ist er verflucht glücklich. Er will die Kohle einstreichen, bares, her mit dem Geld und ab nach Hause. Und genau das musst du verhindern, weil es sonst real würde. Also was machst du? Du bekommst eine neue, brillante Idee. Eine neue Situation. Eine andere Aktie, in der er sein Kapital und seinen Gewinn steckt. Und das macht er jedes Mal, weil es nämlich verfickte Junkies sind. Und das machen wir dann immer wieder. Und wieder und wieder und wieder. Er denkt, er könnte so stinkreich werden. Was er auch ist, auf dem Papier. Aber du und ich, die Broker, wir bringen klingende Münze nach Hause. Wir kassieren die Provision. Ja, darauf kannst du einen lassen. Es gibt 2 Schlüssel zum Erfolg in diesem Business. Erst einmal die Sache entspannt angehen. Wickst du? Wie oft in der Woche? Ui, so selten machen es bei uns nur die Anfänger. Also ich persönlich, ich hole mir 2-mal täglich einen runter. Mindestens. Einmal morgens nach dem Workout und dann nochmal direkt nach dem Lunch. Ich mag es gern, aber deswegen tue ich es nicht. Ich tue es, weil es ohne die Scheiße nicht geht. Überleg mal, du hast den ganzen Tag mit Zahlen zu tun. Kurse, Berechnungen, Kommastellen, ding, 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 ping, 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 ping. Nichts als verfickte Ziffern. Sandfarbene, gut gequirlte Hirnkacke, oder? Ha, da tickt man leicht mal aus. Also, schön die Schlange würgen, dann bleibt das Blut im Wallung. Dein Unterleib bleibt im Rhythmus. Das ist kein Tipp, das bekommst du von mir verschrieben. Ehrlich, tust du es nicht, verlierst du die Balance. Dein Motor blockiert und du kippst einfach um. Oder noch ärgerlicher, habe ich alles schon erlebt, du implodierst. Yep, Implosionen sind scheußlich. Also, so oft es geht, ab ins Bad und besorgst dir. Und als wahrer Meister denkst du die ganze Zeit ans Geld, während du dir einhobelst. Der 2. Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmuckstück hier. Es nennt sich Kokain. Es hält dich frisch und munter zwischen den Ohren. Und außerdem kannst du dann schneller wählen. Und weißt du was? Das ist gut für mich. Umdrehungen, du verstehst? Halt die Kunden im Riesenrad fest. Und es dreht sich und der Rummel hat das ganze Jahr rund um die Uhr geöffnet. In jedem Jahrzehnt, in jedem gottverdammten Jahrhundert. Das ist alles. So läuft das Spiel. Mm-hmm.